Wild, wild. Alles. Also, liebe Kranfahrer, der Drehkranz dieses Kranzmodells ist der ärgste Scheiß, was es auf der Welt gibt. So schaut der Scheiß aus. Also, extrem wenig Platz. Ich vertrete heute einen Kollegen. Das ist die Führerkabine, das Führershaus. So schaut das aus. Also, ist der Notausschalter. Hochheben. Grünen Knopf. Hupe ist da. Und er ist bereit zum Fahren. Das ist wieder ein neues Video für die Seite Kran Wien, für die treuen Fans. Also, schöne Grüße von Kran Wien. Wir fahren hier einen ECB 130er mit 55 Meter Ausleger. So, jetzt, ihr seid live dabei, Kran Wien. Mit einem neuen Video von der Firma Karzeil. Also, ich bin schon über 10 Jahre schon fahre ich für die Firma Karzeil. Jetzt sind wir hier draußen im Biedermannsdorf. Also die Kranführer haben es nicht leicht. Von 7 Uhr bis 17, 18 Uhr zu arbeiten. In dieser Führerkabine. Also wie man sieht, ist sie nicht gerade recht groß. Und Pausen hält man jeweils halbe Stunde. Von 9 bis halb 10 und von 12 bis 12.30 Uhr. Es ist nicht immer sicher, dass man eine Pause hat. Entweder kommt eine Lieferung oder die Eisenbieger brauchen was. Oder irgendein Beton ist da. Es ist immer irgendetwas zu tun. Das heißt, die Pausen sind selten als Kranführer. Wer an dieses klischeehafte Kranfahrer schläft den oben, sitzt den oben den ganzen Tag, tut nichts, schaut Fernsehen, schaut Internet, bla bla bla, das stimmt leider nicht. Kranfahrer hat über 20 Leute auf der Baustelle zu bedienen und dann braucht der was, Eisenbieger, Zimmerer, Maurer, der Polier ruft an. Das passt nicht, vielseitige Arbeit. Natürlich gibt es auch Tage, wo der Kranfahrer weniger zu tun hat, aber das gleicht dann wieder aus, wo er viel Stress hat und wo er dann Vollgas arbeiten muss. Schöne Grüße von Kran Wien an alle Kollegen, alle Fans da draußen, die uns folgen.